Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Lassen Sie mich zu Beginn meiner Rede das hervorheben, was meiner Meinung nach ganz zentral für diese Debatte, die wir hier führen, ist. Die berufliche Bildung ist einer der wichtigsten Grundpfeiler unserer wirtschaftlichen Stärke in Deutschland. Und die Verzahnung von Theorie auf der einen Seite und Praxis auf der anderen Seite von beruflichen Schulen und Betrieben ist das, was die berufliche Bildung hierzulande in Deutschland so stark gemacht hat und auch immer noch stark macht. Und nicht ohne Grund genießt unsere duale Ausbildung auch international ein so hohes Ansehen. Und nicht ohne Grund orientieren sich andere Länder an unserem Erfolgsmodell, das wir haben. Und trotzdem steht die berufliche Bildung vor großen Herausforderungen. Wir wissen alle, dass die Berufe. Moment mal, könnten die Herren ihre Gespräche draußen führen? Hier redet nämlich gerade eine Kollegin und wir haben eine spannende Debatte. Ich meine das ernst, liebe Kollegen von der FDP und CDU. So, bitte, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Dankeschön. Und trotzdem steht die berufliche Bildung vor großen Herausforderungen. Wir wissen alle, dass die heutige Berufswelt in einem stetigen Wandel ist. Gerade durch die Digitalisierung verändern sich die Anforderungen an unsere Auszubildenden. Und genauso wie die Auszubildenden müssen auch die Lehrenden sich auf den Wandel einstellen. Und wir wissen auch, dass es nicht nur der digitale Wandel ist, der Herausforderungen mit sich bringt. Deswegen ist es richtig und aus meiner Sicht auch ganz wichtig, dass wir uns in dieser Enquete-Kommission mit der beruflichen Bildung beschäftigen, weil es an der Zeit ist, dass wir darüber nachdenken, wie wir die berufliche Aus- und Weiterbildung weiterentwickeln und wie wir sie modernisieren können. Unser Ziel muss sein, dass die berufliche und die akademische Bildung in der Gesellschaft den gleichen Stellenwert haben. Und eine Ausbildung muss für junge Menschen eine echte, eine attraktive Alternative zum Studium sein, weil eben das Studium nicht für jeden der passende Weg ist. Und ich glaube, das ist auch gut und richtig. Meine Kolleginnen und Kollegen, es haben ja schon einige gesprochen in der Debatte, haben einige Punkte genannt, mit denen sich die Kommission beschäftigen soll. Ich möchte an der Stelle gerne einen Aspekt rausgreifen, der mir persönlich wichtig ist und der meines Erachtens auch eine zentrale Rolle in der Zukunft spielen wird. Und zwar die Stärkung der Internationalisierung und die Förderung des Austausches im Rahmen der beruflichen Bildung unter den EU-Mitgliedstaaten und natürlich auch über diese Staaten hinaus. Und ich glaube, es ist sehr erfreulich, dass die berufliche Bildung einen immer höheren Stellenwert in den bildungspolitischen Initiativen der Europäischen Union hat. Wir sehen das zum Beispiel an den Kommissionsvorschlägen zur Weiterführung des Erasmus Plus. Der Kollege Kaufmann hat gerade schon darauf hingewiesen. Ich finde es gut, dass wir damit die besondere Bedeutung der beruflichen Bildung für die europäische für die Innovationsfähigkeit deutlich machen. Davon können dann nicht nur die Studentinnen und Studenten von Erasmus, sondern eben auch die Azubis, die beruflichen Fachkräfte und die betrieblichen Ausbilder profitieren, weil sie nicht nur Lern- und Arbeitserfahrung sammeln können, weil sie das im Ausland tun können. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, solche Erfahrungen sind unbezahlbar für jeden Einzelnen. Und mit so einer Enquete-Kommission haben wir die Möglichkeit, dass wir klären, welche Hürden es bei der Mobilität im Bereich der beruflichen Bildung gibt und wie wir die Hürden meistern können. Zum Beispiel muss so ein neues Erasmus-Programm viel mehr auf die spezifischen Bedürfnisse gerade von kleinen und von mittelgroßen Betrieben und Unternehmen eingehen. Wir müssen darüber nachdenken, die Antragstellung zur Erleichterung, dass eben auch kleine Bildungseinrichtungen motiviert sind, sich an so einem Programm zu beteiligen. Für mich ist klar, dass es eine Vielzahl von drängenden Fragen im Bereich der beruflichen Bildung gibt. Mit der Enquete-Kommission haben wir die Möglichkeit, dass wir diese beantworten. Deswegen kann ich Sie, ich schaue absichtlich in diese Richtung, nur ermuntern und ermutigen. Unterstützen Sie den Antrag, weil Sie damit auch die Weiterentwicklung der für Deutschland so wichtigen beruflichen Bildung auch unterstützen. Dankeschön. Vielen Dank, Katrin Staffler. Und der letzte Redner in dieser Debatte, Axel Knörig für die CDU-CSU-Fraktion.